YOLO, Bioshock Infinite, was sonst? Und ne, willkommen zurück beim Let's Play mit mir, also bei Sefka. Wir in der letzten Folge sind wir gerade über die Skyline hierher gekommen und dann jetzt blockieren diese komischen Frachtcontainer. Das heißt, wir drücken einfach mal den schönen Hebel und hoffen, dass was passiert. Oh, welch Wunder, sind weggefahren. Na dann mal hinterher. Ah ja, ich kann auch noch. Nein, das war. Alter, wie man einfach hin und her springen kann. Wie verrückt. Wie nach da. Oh nein. Oh Gott, schon wieder. Das war es wohl mit ihm. Ich trete keine Türen ein. Weißt du, was für ein Gesindel hier wohnt? Wie, ich trete keine Türen ein. Weißt du, was der Kerl getan hat? Was erwartest du von einem Anarchisten? Fitzroy hat sie abgerichtet wie Hunde. Gehen auf den Hals! Ist noch eine Skyline. Wenn ich irgendwie höher rauf käme, käme ich wohl ran. Wer will nur Feuerball in den Kopf haben? Wer will Feuerball? Ach. Eigentlich wollte ich ja die Kino nutzen. Stimmt ja. Nachladen. Sagte mir nachladen, tun wir mal. Oh, hier ist auch was. Munition. Munition. Ja, komm du mal her, wo bist du denn? Ich seh dich ja gar nicht. Alles leer, alles geplündert schon. Was ist denn das da drüben? Komm ich wahrscheinlich. Ja, es sieht aus, als ob ich da auch gleich drin komme. Na komm raus, komm raus. Dummheit, ne? Aua! Weil der voll viel Blut war und ich einfach nicht. Einfach nicht getroffen wurde. Also kein Leben verloren habe. Naja, mich schützt nicht. Und runter hier. So, jetzt mal gucken, was hier schön ist. Gesundheitsgefühl. Hallo, ich hab doch gar nichts an Gesundheitsgefühl verloren. Also der haben ja gesagt, voll ist. Schuss ist voll, ne? Können wir auch gleich erstmal mit der Waffe durch ein bisschen mehr umfuchteln. Oha. Hier hat aber jemand eine fette Party gefeiert. Oh ja. Oh, Ausrüstung! Mantel der Leid. Gegner sind leichter per Nahkampf zu exekutieren. Hemd, ja, ein schönes Hemd. Gefällt mir natürlich. Kann man sich auch irgendwie in der Third Person oder so angucken? Nein, das. Oh Gott, jetzt habe ich den. Sorry, jetzt habe ich den Audio aufgeschaltet. Dass die Schlechtigkeit des Menschen groß war. Da reute ihn, dass er gemacht hatte, den Menschen auf Erden. Regen, 40 Tage und 40 Nächte lang. Und er tilgt. Ah, hier. Ah, nice. Da sehe ich das ja.
Was ist das denn? Upgrade möglich? Oha. Ladung. So. Okay. Das ist, ach so. Stimmt, ich kann ja auch Menschen kontrollieren. Na gut. Was ist das denn? Es gibt auch Waffen-Upgrades. Okay, wie bekomme ich die? Feuerhagel. Schießeisen. Okay. Oh, ich sehe. Das wird noch sehr lustig. Das Leben vom Erdboden. Scheiß Audio. Seht ihr, meine Freunde, selbst Gott hat das Recht auf einen zweiten Versuch. Und was ist Columbia anderes als eine zweite Arche für einen zweiten Anlauf? Gerade rausgegangen. Hier ist aber auch nichts. Okay. Dann auf jeden Fall erstmal weiter. Da ist was wieder. Und durch die Wolken durch, Alter. Episch. Oha. Trete zurück! Ich glaube, ich schieße zwar nicht auf die gerade erst, obwohl die ziemlich kann ich nicht rein. Hört ihr da? Gebetsstunde hier oder? Ich weiß, was du hier willst, falscher Hirte. Ich sehe jede Sünde, die deine Seele verfinstert. Wundet nie. Die Pinkertons. Alkohol, Glücksspiel. Und natürlich Anna. Und jetzt, um die Schuld zu tilgen, willst du mein Lamm rauben. Doch nicht jede Schuld lässt sich tilgen. Bocca. Du kennst mich nicht, Kumpel. Die Prophetie ist mein Beruf, Mr. DeWitt. So wie Blut der Ihre ist. Wissen Sie, warum diese Männer für mich sterben? Ich habe ihnen eine ruhmreiche Zukunft vorausgesagt. Und so sind sie zufrieden. Was führt Sie nach Columbia, Bocca? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld? Das führt zu Blutvergießen, DeWitt. Aber so endet es ja immer, nicht? Es endet immer mit Blutvergießen. Gott. Alter. Oh mein Gott. Alter Schwede. Da hat er mir da, ne? Ich muss rauf aufs Dach und diese Skyline nach Monument Island nehmen. Alter, verpasst. Ich würde lieben gern hier irgendwie. Ich weiß aber nicht, ob da irgendwie was Negatives passieren könnte. Weil. Na gut, was sollten die denn bringen? Vielleicht Geld. Sind die Geld dabei? Na gut. Muss ja nicht sein. Lassen wir sie einfach beten. Den komischen Propheten da. Solange sie nicht auf mich schießen, schieße ich ja auch nicht zurück. Ich bin ein netter Mensch. Du willst mein Lamm auf Abwege führen, aber dein Stab ist krumm und dein Pfad gewunden. Geh zurück in das Sodom, aus dem du kamst. Dankeschön.
Ich möchte aber noch nicht gehen. Jetzt möchte ich wissen, hier, ne? Der hat Lampe. Geh zurück! Ja, mach doch hier nicht einfach was kaputt. Scheiße. Also erstmal einfach hier. Ne? Ich hab ihn finden, um nach Monument Island zu kommen. Ey, da habe ich einfach so ein Kabelchen zum riesen Schiff, Mann. Nice. Tür öffnen, gucken wir erstmal hier nochmal kurz, ob wir nicht irgendwie was vergessen haben. Nö, scheint nicht so. Außer die Kiste. So. Auf mit der Tür. The Word of the Prophet. Prophet. Ich kann den Namen immer noch nicht aussprechen. Scheiße. Okay. Keine Sorge, ich tue dir schon nichts. Schön hinsetzen, dann wird alles gut. Ey. Okay, ich trau dir nicht. Das Ding schon irgendwie flott. Der Herr vergibt alles. Aber ich bin nur ein Prophet. Ich muss nicht vergeben. Amen. Amen. Gott, wohin? Was ist denn mit der Frau hier? Geht's dir gut? Scheiße, große Kacke. Alter Schwede. Jetzt runterknallt, Mann. Kann ich da nicht wieder hoch? In die andere Richtung vielleicht. Ist auch mal schön. Nee, wahrscheinlich konnte ich bloß in die Richtung. Oh, da sind wir die Automaten. Und ein Portemonnaie. Zigaretten. Ah, nee. Noch ist es nicht soweit, noch habe ich keine Schlacht. Lalala. Please, do not cross. Ja, ist auch klar. Wer sollte denn schon hier hintergehen? Ach, das ist sozusagen. Hier sind die Luftschiffe mal reingefahren. Ah, okay. Mal kurz gucken hier. Was bist du an? Ach so, okay. Das sind aha, noch 500 und dann hab ich's. So knapp. Kraft, ein Tonikum. Links, Wunderformel, Uhrzeit. Betreten wir den Bereich. Monument Tower. Es erschien mir nicht der richtige Ort, um ein Mädchen festzuhalten. Wovor hatten diese Leute so solche Angst? Okay. Ja, das ist es.
Monument Island. Ich möchte bloß wissen, wieso man sie hier entsperrt. Okay, das scheint ja schon. Ne? Dachte gerade, das ist ein schöner Park, aber falsch gedacht. Wie komme ich denn da rüber? Aha. Natürlich extra so ein Haken. Extra für mich. Das ist sehr nett. Nichts verstecken, ne? Ist es ein nettes Mädchen? Ich hoffe mal. Gasmaske? Okay. Hören wir uns das Ganze mal an von... Ich schätze, selbst in einer gesicherten Abteilung brauchen die weißen Jungs einen, der die Böden schrubbt. Diese ganzen Politiker und Wissenschaftler achten nicht darauf, was sie in meiner Gegenwart sagen, weil ich ja nur ein dummer Farbiger bin. Aber ich merke, dass sie eine Höllenangst haben vor dem Ding, das sie da oben eingesperrt haben. Ja, sie haben einen Tiger am Schwanz gepackt und jetzt wissen sie nicht, ob sie ihn festhalten sollen oder weglaufen. Gut, so langsam will ich das Mädchen gar nicht finden. Sagen wir so. Das scheint ja nicht so nett zu sein. Ja, Raubkatze ist nicht so mein Fall. Limonade, gerne. Rote Linie. Ja, ich würde jetzt auch gerne so eine, ne, Schutzmaßnahme, irgendwie so eine Gasmaske oder so. Kleines Kind mit Schwert. Okay. Ich glaube, wir machen hier den Cut. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin, ne? Hab Spaß, ne? Feiert halt nicht so zu heftig. Ne? Oder was ihr auch gerade immer tut, vorhabt, oder, ne? Tschüss.